Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, wie man sehen kann, wir sind wieder bei den Feuerfällen, denn wir wollen jetzt nochmal versuchen, uns den Funken zu schnappen, den die Magran-Priesterin in Trutzbucht braucht. Dass wir das auch endlich mal unter uns gebracht haben. Und dann wollen wir uns noch an ein paar Kopfgeldjäger-Aufträgen versuchen. Jedenfalls hat dem einen... Ach, den in der Sturmwaldschlucht, den können wir uns auch mal vornehmen. Ich wollte mich da eh nochmal umschauen. Und ja, ich weiß, ich schluder wieder an der Hauptstory, aber... Ich will ein bisschen was auch nebenher machen. Auch wenn das Projekt in die Länge zieht, aber ich finde es blöd, einfach durch die Hauptstory zu rushen. Mhm. Nein, nicht nur du alleine, Hagrim. Die komplette Truppe, bitte. Oh, hier liegt sogar noch was, was wir einsacken können. Eine verbrannte Dame. Hier in der Urne waren nur okay. Lagerbestände, also Rastausrüstung. So. Wir haben Alof und Durins. Das heißt, wir können Segen und alles Mögliche zaubern. Oh, hier ist Geld drin und ein Trank des Bewegungseifers des Verderbens. Angriffsgeschwindigkeit. Ui. So. Okay. Wir machen was, was ordentlich Schadensreduktion gibt. Genau, das hier. Und für dich... Oh, das bringt Verfassung. Ah, cool. Ah, da kriegst du auch mal so einen. So. Solche Tränke können wir leider im Kampf nicht trinken. Schriftrolle der Verteidigung. Die könnte ich auf jeden Fall... Alle Verteidigung, ja, nutzen. So, jetzt aber... Oh, Essen. Essen wäre noch nicht schlecht. Macht und Ausdauer. Hm? Bewegungsgeschwindigkeit 2 Macht. Ich hoffe mal, überschreibt das Bier? Ja, das wird unterdrückt. Schade. Das ist nicht so toll. Egal. Das ist eh besser. Also, dann wagen wir uns mal vor. Oh, und er hat 2 kleine Flügeldrachen bei sich. Der junge Drache neigt seinen riesigen Kopf zur Seite und schaut dich an. Er schickt dir einen Strom Worte direkt in deinen Verstand. Glühen, brennen, Funke. Du Zwergding, du willst meinen Funken nehmen, richtig? Weiter jetzt mit Zwergding, dass wir klein sind, oder weiter uns wirklich als Zwerg? Was ist der Funke? Der junge Drache windet seinen Körper schützend um etwas herum. Funke ist ein Stück heiße Kohle, warm glüht, wunderschön. Er dreht seinen Kopf um dich aus einer Schlitzpupille anzusehen. Wieder ein Schreibfehler. Eines Tages werde ich ein brennendes Ding werden, hell und schrecklich wie mein Funke. Ich bin wirklich nicht gekommen, um deinen Funken zu nehmen. Lügner, der junge Drache brüllt. Du willst ihn mit deinen kalten, schmutzigen Pfoten stehlen. Okay. Kale der Stille. Durins. Zaubermacht. Und Alof, verwirr den mal. Cool, der ist jetzt auf meiner Seite. Kurzzeitig gewesen. Verwirr ihn bitte nochmal. So tötet der wenigstens Großteil seiner Schützlinge, während ich ihn ständig in Verwirrung halte. Und Durins, du haust mal alles um hier. So, er ist wieder auf unserer Seite. Okay, alle auf den da. Sehr schön.
Er ist noch nicht gefährlich. So. Stellen wir uns mal, solange er nicht gefährlich ist, ordentlich auf und greifen ihn an. So, Adolf, du darfst jetzt schwere Geschosse gegen ihn benutzen. Adolf? Ach so, warum hat Adolf eine Nahkampfwaffe an? So. Wow, das war mal einfach. Muss ich ehrlich zugeben, das ging viel zu leicht. So, was haben wir hier in der Urne? Oh oh. Au. Chi. Ein Rubin. Ein Rubin? Der reicht nicht, oder? Nein, ich brauche zwei Rubine. Ja. Okay. Da ist der Flammenstein. Aus dem Zentrum des Steins züngelt ein orangefarbenes Licht, das enorme Hitze verströmt. Aber der Stein verbrennt dir nicht die Hände, als du ihn hältst. Ja, genau was wir brauchen. Auf dem Boden da, wo sich der Drache eingerollt hatte, findest du einen hellorangenen leuchtenden Stein, der sich aber dennoch kühl anfühlt. Als du uns einen Blick darauf erhascht, quellen seine Augen förmlich hervor. Er blickt finster drein, spitzt die Lippen, als hätte er Gift gekostet, und spuckt auf den steinigen Boden aus. Der grausame Scherz einer Piep. Die Piep wusste schon immer, wie sie ihre Klauen in mich schlagen muss, um mich zu provozieren. Was meinst du damit? Dieser Stein, den du da trägst, das ist ein Teil der Bombe, die Eotas vernichtete. Der Götterhammer. Erzähl mir vom Götterhammer. Frag mich unterwegs hin, Wächter. Jetzt, wo mir das bittere Parfüm der Piep noch die Sinne vernehme, bin ich nicht in der Stimmung dafür. Du scheinst wütend zu sein. Zum ersten Mal scheint sich Doris seines Auftritts bewusst zu werden und seine Wut scheint so schnell zu vergeben, wie sie gekommen ist, bis du dich zu fragen beginnst, ob er wirklich wütend gewesen ist. Was du siehst, ist keine Wut. Anscheinend bin ich lediglich das Opfer eines göttlichen Schabernacks. Das wird zwischen ihr und mir bleiben, Wächter. Da nur ich ihn zu schätzen weiß. Und was hat er da zu suchen? Man fragt sich schon, die Explosion der Bombe war zwar massiv, aber die Fragmente wären nicht derart weit von der Zitadelle gelandet. Der Jungdrache muss ihn ziemlich weit getragen haben. Oder aber Magran hat ihn selbst hier abgelegt. Aber was wert ist? Ha, das fragt mal Eotas. Ja. Wenn du den Wert in Kupfer meinst, es gab eine Zeit, in der das wohl so gewesen wäre. Jetzt aber, da die Märkte mit Stücken des Götterhammers überflutet wurden, sind die meisten dieser Fragmente nicht mehr als die triviale Verzauberungen von Schwindlern, die mit Zauberei herumfuschen. Fälschungen. Aber wir haben einen echten. Da es noch nie einen verlässlichen Weg zur Beurteilung der Authentizität eines Fragments gegeben hat und die Möchtegern-Experten oft Wächter sind, deren Fragwürdigkeit, denen der Artefakte nichts nachsteht, ist ihr Wert beträchtlich gefallen. Ja, super. Falsche Wächter verkaufen falsche Steine. Ich bin jetzt ein echter Wächter mit einem echten Stein. Ironie. Frag einfach irgendeinen Ladenbesitzer, ob er Interesse dran hätte. Dann wird er stattdessen versuchen, dir seine Fragmente zu verkaufen. Lass ihn uns zu viel bringen. Im Augenblick siehst du jetzt aber mal viel Zeit blicken, aber er sagt nichts mehr. Ja, so bringen wir der Stadt wenigstens etwas Hoffnung. Und das war wirklich fast schon zu einfacher Kampf. So, in der Hitzewellen steigen auf, in der Vermutung, dass hier nochmal irgendwas. Armschienen der Abwehr. Oh, nicht schlecht. Trank der großen Ausdauer. Zwei Perlen. Trank der Macht. Ah, ups, jetzt habe ich wieder mal Dings eingeschalten. Trank der großen Ausdauer. Den kriegst du mal. Trank des Bewegungseifers, des Verderbens, der geht mal zu ihr. Und du behältst den Trank der Macht. Der wird dagegen das Bollwerk der Elemente getauscht. Und ich hab vergessen, Schriftrollen zu benutzen, was eigentlich fast schon gar nicht nötig gewesen wäre. Feuerstrahlschriftrolle, die werden wir mal verkaufen. Pack dafür. Und den Flammenfächer ganz sicher auch. Nee.
Die Feuerstrahlschrifträume behalte ich mal. Die sollte ich mal verballern. Trank des Geistesschildes, du hast viele Tränke. Trank des Spiegelbilds, Trank des Duplikats, die solltest du wirklich mal am Kampfbeginn bei solchen Kämpfen benutzen, Alof. Na, ganz ehrlich, Alof war hier wirklich Gold wert. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, eine Abkürzung. Ah, und wir können... Ja, stimmt. Ich hatte gerade gesagt, ich habe aus Versehen den Speed-Modus eingeschalten und habe vergessen, ihn auszuschalten. Wie peinlich. So, gut. Das heißt, wir können jetzt nach Urfeuer. Ich hoffe mal, dass das der Stadt etwas Frieden bringt, wenn wir die Flammen, die Magran-Flammen wieder entzünden. Wir will gar nicht wissen eigentlich, wie es jetzt in der Stadt aussieht. Theoretisch müssten wir noch mal durch die ganze Stadt mal durch und uns umschauen, wie es da so aussieht, bei den wichtigsten Örtlichkeiten uns mal umhören. Also gehen wir am besten alle Gebiete mal im Uhrzeigersinn ab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rasten soll und gleich in die Katakomben gehen soll, mich um die Vampire kümmern. Ich meine, die Vampire von Redrick waren ja schon nervig. Gefolgsmannszeittag, sehr schön. Ivaris wird noch 2 Stunden unterwegs sein. Bauen können wir nichts, wir sind fertig. Dafür müssen wir uns in der Festung befinden, hier haben wir voll. Und ansonsten... Hier scheint alles friedlich zu sein. Jedenfalls stehen hier nur Gemeine rum, ja. Gut. Ein Justiziar. Was kann ich für dich tun? Auf Wiedersehen. Okay, der hat nichts Neues zu berichten. Das heißt, ich würde mal sagen, ich fange mit Farnheim an und gehe dann einmal rum ums Karree, dass ich im Kupferweg als letztes rauskomme. Dort schlafen, Katakomben und dann gehen wir wieder nach Kit Nua zurück, geben die Kopfgeldauftrag ab. Gehen kurz in die Sturmwallschlucht, gucken uns dann nochmal die Ruinen an. Und dann gehen wir weiter nach Zwillingsulmen. Und ich will mal kurz nach den... Also ja, wir sind hier. Justiziar. Der hat wahrscheinlich nichts Neues zu sagen, oder? Nee. What? Warum hast du deinen Stab an? Hey. Hat noch jemand irgendeine Waffe gerade an, die er nicht anhaben sollte? Hm? Nein, sonst ist alles gut. Okay. Oh, war das immer noch vor dem Vampir-Übernahme-Gedöns? Das kann gut möglich sein. Hm. Die haben ja da irgendwie die Angewohnheit, ihre Waffen zu wechseln, um mich zu ärgern. Okay, ich will mal kurz in die Quests gucken, die wir noch so hatten. Harte Verhandlungen. Na, das machen wir in Herdlied und ich habe mich schon darauf eingestellt, mich jetzt auf... Naja, okay, Golan will ich noch mal kurz zur Rede stellen und wahrscheinlich werde ich mich dann auf Golans Seite schlagen. Rinato, Golan war die Pflanze, die er gekauft hat. Ich sollte genauer lesen manchmal. Naja, aber hier wollte ich gucken. Prüfung des Durins. Das ist klar, das kommt mit der Zeit. Das Rad der Zeit, das ist Kannas Quest in der Tiefe, genauso wie der Meister der Tiefe. Saganis Queste. Das geben wir gleich ab. Das ist die trauernde Mutter. Oh, mit der müssen wir auch mal reden, wenn wir wieder in Kit Nua sind. Den Stämmen ausgeliefert. Das ist... Expedition. Yep, das ist später dran. Und das ist auch die Nordlandschaft.